Professor Erwin Rauch auf dem Weg zu seinem neuen Arbeitsplatz im Herzen von Bruneck. Hier wurde 2023 ein neues dezentrales Forschungszentrum für smarte und nachhaltige Produktion der Freien Universität Bozen geschaffen, das der Stiftungsprofessor zusammen mit seinem Forscherteam in den kommenden Jahren ausbauen wird. Die Freie Universität Bozen steht in engem Kontakt mit verschiedenen Partnern wie der Stadtverwaltung Bruneck, kleinen Start-ups, aber auch global agierenden Unternehmen, die sich die zentrale Frage stellen, wie die Fertigung industrieller Produkte nachhaltiger gestaltet werden kann. Dazu wurde am Neutech-Park in Bruneck ein eigenes Forschungslabor eingerichtet. Die Industrie ist ja mit ungefähr 15% einer der großen Verantwortlichen für Emissionen nach den Treibern wie Verkehr, wie Landwirtschaft, wie den privaten Haushalten. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass auch die Unternehmen die Möglichkeit haben, ihre Emissionen in der Zukunft zu reduzieren, sodass wir in Zukunft die Produktion nachhaltiger, deswegen klimafreundlicher, aber auch sozial gerechter gestalten können. Dafür folgen wir am Neutech-Park Bruneck dieser Leitlinie der nachhaltigen Produktion und versuchen, nachhaltiger zu sein von Beginn der Wertschöpfungskette, das heißt von der Herstellung der Rohmaterialien, über deren Beschaffung, über die Fertigung, Fertigungsverfahren, über die Produktions- oder Herstellungsverfahren bis hin zur Distribution von Produkten oder von Komponenten. Großes Interesse an einer engen Zusammenarbeit mit den Forschern der Freien Universität Bozen besteht von Seiten der Südtiroler Autozulieferindustrie. Die Firma Intercable mit Sitz in Bruneck und Produktionsstätten in Europa und Asien entwickelt und produziert unter anderem Werkzeuge sowie neue Lösungen für Hybrid- und E-Fahrzeuge. Klaus Mutschlechner ist nicht nur Präsident des Familienbetriebes, sondern auch des Netzwerkes Automotive Excellence Südtirol, kurz AES, dem alle Autozulieferer hierzulande angehören. Für uns als Unternehmen hat es eine zentrale Bedeutung, weil das Thema, das dort entwickelt werden soll, die nachhaltige Produktion, das zentrale Thema ist aller produzierenden Unternehmen, nicht nur hier in Bruneck oder in Pustertal, sondern im ganzen Land und nicht nur für die Automobilindustrie, sondern eben für alle produzierenden Unternehmen. In den Werkhallen der Firma Intercable werden wichtige Autoteile, unter anderem für deutsche Autobauer, hergestellt, wie diese Sicherungsbox. Sie wurde von spezialisierten Mitarbeitern entwickelt, designt und wird in den Werkhallen produziert. In dieser Klimakammer wird das Produkt einem Langzeittest unterzogen. Doch die Automobilfirmen stehen unter Druck, denn sie müssen Lösungen finden, die Produktion dieser Autoteile nachhaltiger zu gestalten, um den Vorgaben der EU zu entsprechen. Nachhaltige Produktion kann man erreichen über zwei Themen. Einmal über das Thema Verzicht oder Änderung der Kultur der Menschen. Oder zweitens, wenn man auf bestimmte Sachen nicht verzichten möchte, wie die Mobilität, dann muss man diese Herausforderungen der Zukunft eben über intelligente Technik versuchen zu lösen. Und die intelligente Technik funktioniert nur über intelligente Menschen, die wir gemeinsam mit der Universität hier am Standort entwickeln wollen. Deshalb führt die Vereinigung der Autozulieferfirmen gemeinsam mit Professor Erwin Rauch eine Studie durch, in der eine Methode entwickelt werden soll, wie der Kohlenstofffußabdruck in den Produktionsstätten aller angeschlossenen Betriebe standardisiert gemessen werden kann. Die größte Herausforderung im Moment ist eigentlich, dass wir von Seiten der Kunden sehr viel Druck verspüren, CO2-Bilanzen auf Produktbasis zu erstellen. Und es gibt zwar Richtlinien, wie diese auszusehen haben, aber noch kein standardisiertes Modell. Und eigentlich ist genau hier, wo wir jetzt mit AES versuchen anzusetzen. Es betrifft uns alle. Von dem her wollten wir wirklich in den Betrieben mit Probeberechnungen schauen, okay, was sind denn die Grenzen, wo sind die Systemgrenzen für solche Berechnungen, was braucht es, welche Datenqualität, welche Daten sind bereits vorhanden, was können wir direkt verwerten und wo müssen wir hin und was muss in Zukunft auch zum Beispiel gewährleistet sein, um eben eine automatisierte Erfassung dieser Daten zu gewährleisten, dass wir dann wirklich auch ähnlich ein Live-Monitoring vom CO2-Fußabdruck der einzelnen Produkte machen können und dementsprechend auch die Herausforderungen vom Markt annehmen können. Ziel des Projektes ist es,
eine Durchführbarkeitsstudie zu entwickeln, die ein Live-Tracking ermöglicht. Das heißt, eine Echtzeitüberwachung des Kohlenstofffußabdrucks in allen Produktionsschritten. Doch dies ist nur ein Forschungsfeld von Stiftungsprofessor Erwin Rauch und seinem Team im Neudeckpark in Bruneck. Die Zielsetzung von dem neuen Lehrstuhl hier am Neudeckpark in Bruneck ist sicherlich jene, eng mit der lokalen Wirtschaft und mit den lokalen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Zum einen vor allem mit dem Automotive Cluster bzw. den Produzenten im Automotive-Bereich, aber auch mit vielen anderen kleinen und mittelständischen Unternehmen in Südtirol. So, da ist sicherlich der Automotive-Bereich einer der ersten Initiatoren, aber das soll durchaus auch die Möglichkeit bieten, Forschung oder Entwicklungsprojekte zusammen mit lokalen Unternehmen durchzuführen. Sehr häufig sehen wir auch, dass Unternehmen sich manchmal gar nicht heranwagen an die Universität, um ein Forschungsprojekt gemeinsam durchzuführen, wo wir auch diese manchmal unterschiedlichen Levels wahrnehmen, die aber gar nicht existieren, sondern wir haben im Grunde genommen wissenschaftliche Methoden, mit denen wir unterstützen können. Und die Unternehmen brauchen genau diese Kompetenzen, um bestimmte Zielsetzungen und Forschungsziele zu erreichen. Mit dem dezentralen Aufbau dieses neuen Forschungsstandortes in Bruneck verfolgt die Freie Universität Bozen ein höher gestecktes Ziel. Und zwar Südtirol als Forschungsstandort zu festigen. Wir haben in den vergangenen Jahren, vor allem auch mit unseren Forschungstätigkeiten an der Freien Universität Bozen, sehr gute Erfolge erzielen können im Bereich der Digitalisierung in der Produktion. Wir arbeiten dort Auge auf Auge mit renommierten Forschungspartnern aus USA und aus aller Welt zusammen. Und genau dasselbe Ziel wollen wir jetzt auch in diesem Zukunftsbereich der nachhaltigen Produktion erzielen, sodass in Zukunft der Forschungsstandort Bruneck bzw. Südtirol auch weltweit etwas bekannter wird.